Wir waren eigentlich ziemlich uneingeschränkt stolz auf diesen Großvater. Was uns auch so gestärkt hat eigentlich, dass die Schattenseiten, denen ich jetzt durch meine Recherche natürlich schon auch begegnet bin. Denn wie gesagt, Cäsar von Hofacker von 1940 ist ein anderer wie von 1920 und dazwischen liegen Jahre einer Entwicklung und dieser Entwicklung muss man sich auch stellen. Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Wenn vom Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 die Rede ist, dann liegt der Fokus meistens auf den Widerstandskämpfern rund um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Aber auch die Familien der Verschwörer mussten einiges ertragen und erleiden. Unser heutiger Gast ist die Enkelin von Cäsar von Hofacker, einem der Widerstandskämpfer aus diesem Kreis, und sie hat sich ihrer Familiengeschichte gestellt. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist, Baronin Valerie Riedesel. Herzlich willkommen. Danke. Der Name ist gerade schon gefallen, Cäsar von Hofacker. Wer war Cäsar von Hofacker? Vielleicht zur groben Einordnung. Cäsar von Hofacker war ein Vetter, ein direkter Vetter von Klaus Stauffenberg. Er war etwas älter. Er war Jurist von der Ausbildung her, Reserveoffizier. Er arbeitete in Berlin bei den Vereinigten Stahlwerken als Justiziar. Und war dann mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als Reserveoffizier auch wieder eingezogen und schließlich dann ab 1940 im Stab des deutschen Militärbefehlshabers in Paris und war von da an bis dann zu dem Attentat auf Hitler in Paris. Mhm, er war in Paris. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er in diesen Kreis der Mitverschwörer dann vorgedrungen ist? Das ist ein Prozess, der sich über viele Jahre hingezogen hat. Das ging in den 30er Jahren los, in den etwas späteren 30er Jahren, dass es einen Gesprächszirkel gab, dem sein Onkel Nikolaus von Uexküll angehörte, dem unter anderem auch der Bruder von Klaus Stauffenberg, Berthold Stauffenberg, angehörte, teilweise auch Peter Jorck. Es gab da verschiedene, später von der Gestapo, der sogenannte Grafenkreis genannt, die sich getroffen haben und ausgetauscht haben. Da ging es gar nicht unbedingt um ganz aktuelle Geschehnisse, aber um eine Auseinandersetzung mit den Rechtsformen dieses Staates, auch mit Rechtsbrüchen wohl schon in diesem Staat, wo schon eine kritische Auseinandersetzung folgte, ohne dass man das jetzt gleich als Widerstand bezeichnen kann. Das waren Männer, die schon zum Teil auch viele Dinge mitgetragen haben, die mit dem Nationalsozialismus auch in Deutschland sich verändert haben. Mein Großvater hatte gerade in den 30er Jahren viele Dinge sehr begrüßt, die sich verändert hatten und die auch außenpolitisch sich für Deutschland getan hatten. Also man kann es jetzt nicht als wirkliche Widerstandszelle oder Widerstandskreis bezeichnen, aber es war mit Sicherheit schon mal ein sehr bewusstes Auseinandersetzen auch mit Schattenseiten dieses Regimes. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam dann auch nochmal eine Zäsur, wie Sie sagten, oder ein verstärktes Nachdenken? Ja, das kann man so einfach auch nicht sagen. Es war für ihn als schon großen Patrioten in dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen war, auch absolute Pflicht und Selbstverständlichkeit, dann auch seinen Beitrag zu leisten und auch mit in diesem Krieg irgendwo mit zu kämpfen. Er hat ja dann die wesentliche Zeit in Paris verbracht und wie gesagt, da eigentlich mehr im wirtschaftlichen Stab, im zivilen Stab beim Militärbefehlshaber und hat in dieser Funktion, er war verantwortlich für die stahlbeschaffende Maßnahmen, also eigentlich die französische Stahlindustrie und Schwerindustrie der deutschen Wirtschaft mit zugänglich zu machen.
Und in der Funktion hat er natürlich auch vieles erlebt, was ihm total gegen den Strich ging. Er suchte den Ausgleich mit den Franzosen. Er war überzeugt, dass man, wenn man eine gute Besatzungspolitik betrieb, die Franzosen mit auf die eigene Seite würde bringen können, dass man sie aber als ebenbürtige Partner dafür behandeln müsste. Und war entsetzt von den vielen Maßnahmen, die angeordnet wurden und denen er sich dann auch ja auch nur schwer widersetzen konnte. Was waren das für Maßnahmen? Die auf Ausbeutung, auf jetzt zunächst mal im wirtschaftlichen Sinne, auf eigentlich auf Ausbeutung des französischen Staates abzielten. Das war die wirtschaftliche Seite. Es kam dann sehr schnell ja doch hinzu, Repressionsmaßnahmen, Geiselerschießungen ab 41, 42, dann auch Deportationen von Juden, die doch diese Auswüchse des Regimes vor Augen führten, die man im Westen zunächst mal so gar nicht so gespürt hat. Also es war ja schon ein gewisser Unterschied zwischen einer Besatzung in Paris und einer Besatzung in Warschau oder in Prag. Es gab eben auch in Paris, wie gesagt, Geiselerschießungen, Deportationen von Juden im großen Maßstab auch. Also. Und das fand er furchtbar. Also da hat er auch Briefe geschrieben, die das deutlich zum Ausdruck bringen. Und er war natürlich doch immer wieder in einem großen Konflikt, einerseits als Mitrepräsentant dieses Staates dort zu sein und andererseits vieles zu verabscheuen und nicht richtig zu finden. Und er hat es immer wieder auch in Denkschriften geäußert. Also er hat jetzt das schon auch formuliert, aber es war noch kein wirklicher Widerstand. Es war jetzt noch nicht der Gedanke, wir müssen etwas tun und wir müssen uns jetzt hier gegen dieses Regime stellen. Also das war ein Prozess, der wirklich dauerte und den man auch nicht so festmachen kann. Man kann nicht so genau sagen, ab dem Zeitpunkt kippte das. Er war lange Zeit hatte er sehr differenziert zwischen dem, was der Nationalsozialismus als System war und was Hitler war. Also er hatte in vielen Dingen Hitler rausgenommen und hatte gesagt, das ist ein Fehler im System oder das ist ein Fehler bei den Menschen, die es umsetzen. Da gibt es Korruption, da ist dies und das. Aber Hitler hat er zunächst einmal eigentlich da rausgenommen. Und es war mit Sicherheit nochmal ein Prozess zu verstehen, dass er der Maßgebliche war, dass er letztlich hinter all dem stand und der Verantwortliche dafür war und deshalb auch verschwinden muss. Wie hat er denn dann den 20. Juli konkret erlebt? War er in Paris? Am 20. Juli war er in Paris. Der 20. Juli in Paris ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil dort eigentlich alle Maßnahmen zunächst einmal geklappt haben und funktioniert haben. Es ging darum, in Paris die SS, Gestapo, Sicherheitsdienst auszuschalten und dann zu sehen, mit dem Oberbefehlshaber West in Kontakt zu treten und zu sehen, dass möglichst schnell an der Westfront kapituliert wird. Also es gab vorher schon verschiedene Fehlalarme, denn Stauffenberg hatte ja vorher schon mehrmals geplant, das Attentat zu vollziehen und ist dann im letzten Moment gestoppt worden, weil Himmler nicht dabei war oder aus verschiedenen anderen Gründen. Der ja damit getötet werden sollte. Der mit getötet Göring. Werden sollte, nachdem es dann mehrmals verschoben worden ist, haben sie gesagt, so jetzt, wir müssen es machen, auch wenn Himmler nicht dabei ist. Wir können es jetzt nicht länger hinauszögern. Dann ist mittags oder am frühen Nachmittag in Paris das Stichwort gefallen. Übung war das Stichwort. Abgelaufen war das zweite Stichwort, dass das Attentat also wirklich geschehen ist, dass die Bombe gezündet wurde. Und dann liefen in Paris die Maßnahmen an. Und das war in erster Linie, dass eben der ganze Stab an SS, SD, Gestapo und so weiter gefangen gesetzt
wird, gefangen genommen wird. In der Zwischenzeit kamen aber auch schon wieder die Gerüchte, Hitler lebt noch, das hat doch nicht ganz so funktioniert. Dann gab es ein Gespräch mit Stauffenberg, der sagte, nein, ich habe es genau gesehen, die Bombe ging hoch und Hitler kann das nicht überlebt haben. Und so waren da viele widersprüchliche Meldungen, sowohl in Paris als auch dann in La Roche-Guyon, das war etwas außerhalb, der Sitz des Militärbefehlshaber West. Da saß Feldmarschall Kluge und Kluge war eingeweiht, schon im Groben, aber war nie ein wirklich sicherer Kandidat gewesen. Und nun ging es also darum, dass Kluge kapitulieren musste, ja, die Front im Westen öffnen musste. Und während es immer noch hin und her ging, lebt Hitler oder lebt er nicht, und eigentlich war man schon mehr oder weniger überzeugt, dass das vielleicht doch schiefgegangen ist, da in Berlin, so ganz genau wusste man es nicht, ist Stülpnagel mit Hofacker, also mit meinem Großvater zusammen, rausgefahren nach La Roche-Guyon in das Quartier von Kluge und hat dort ein Gespräch mit ihm geführt. Also in erster Linie hat es mein Großvater geführt, der sehr eloquent gewesen sein muss, sehr überzeugend gewesen sein muss und hat jetzt alles dran gesetzt, um Kluge davon zu überzeugen, dass er auf alle Fälle im Westen kapitulieren muss, die Front öffnen muss, ganz egal, was in Berlin passiert ist. Dass man jetzt in Frankreich vollendete Tatsachen schaffen muss und dass man damit auch immer jetzt in Berlin abläuft, beeinflussen kann und dass das den Krieg abkürzen kann und Tausende von Menschenleben retten kann und dass das jetzt seine große Aufgabe ist. Wie hat er denn reagiert? Und da war Kluge nicht so bereit. Er hat gesagt, ja, wenn das Schwein tot wäre. Aber er ist es nicht. Und meine Herren, es ist eben nur ein gescheitertes Attentat. Kluge wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass Hitler noch lebt. Und in dem Moment war für ihn klar, dass er sich nicht auf die Seite der Verschwörer stellen wird. Da gab es vielleicht noch mal ein kleines Zögern. Sollen wir jetzt trotzdem hier weitermachen und uns auch noch mal über Kluge hinwegsetzen und dann aber eigentlich das Einsehen, dass das keinen Sinn hat, zumal es die Gefahr bestand, dass vom andere deutsche Soldaten losgeschickt werden, um diese SS-Leute zu befreien. Und man wollte also auf keinen Fall, dass deutsche Soldaten dort gegen deutsche Soldaten dann marschieren und gab die Sache dann auf. Es war gescheitert. Sie mussten sich dann noch die Ansprache von Hitler anhören, mit geifernder Stimme von dem klitzekleinen Kreis der Verschwörer und so weiter. Ja, und dann war es eigentlich in Paris vorbei. Dann war auch sein Schicksal besiegelt. Wir müssen das vielleicht ein bisschen abkürzen. Er ist dann ja auch zum Tode verurteilt worden. Ja, genau. Also sein Schicksal war schon relativ schnell besiegelt, weil er einfach in Paris zu dicht mit dran war. Mhm. Es gab noch einen kurzen Moment des Zögerns, was er jetzt machen sollte, ob er untertauchen sollte. Er hätte französische Freunde gehabt, wo er wahrscheinlich hätte untertauchen können. Oder ob er versuchen sollte, ins Ausland zu gehen, zu fliehen. Das hat er dann alles nicht gemacht, weil er so noch einmal wirklich ein Zeugnis abgeben konnte von den Zielen der Verschwörern, warum sie das getan hatten. Das war jetzt noch die letzte Möglichkeit, um die Tat hervorzuheben und nicht vergeblich sein zu lassen, indem man eben laut sagt, warum und was Sache ist und warum man dagegen vorgehen muss. Ja. Sie haben sich ja intensiv vor allen Dingen auch mit der Geschichte Ihrer Mutter und deren Geschwister befasst. Da ist das Stichwort Sippenhaft ein ganz wichtiges. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ja, Sippenhaft war eine Strafmaßnahme der Nazis, die völlig gesetzwidrig war. Also es gab keinerlei gesetzliche Grundlage, um Angehörige
von Verschwörern oder anderen Gegnern des Regimes festzusetzen. Das wurde aber gemacht, das wurde nach dem 20. Juli vermehrt gemacht, vorher ab und zu. Man wusste, dass das eine sehr stark einschüchternde Maßnahme ist, dass die Menschen da Angst vor hatten. Und vor allen Dingen hat man natürlich die gefangenen Verschwörer extrem unter Druck gesetzt damit. In den Verhören, wenn sie wussten, dass Frauen und Kinder auch in der Hand der Nazis waren und in Sippenhaft waren und ihr Schicksal ungewiss ist, dann war das schon sehr schwer, den Fragen auch zu widerstehen und in den Verhören standzuhalten. Also es wurde durchaus als Druckmittel ausgeübt. Es war zum anderen aber auch für Himmler eine Möglichkeit, diesen nahen Kreis der Verschwörer, die letztlich ja irgendwo dieser Opposition ein Gesicht gaben. Wenn die ganz normal in ihren Lebensbereichen weiter herumgelaufen wären, hätte jeder sehen können, ach, das ist doch die Witwe von oder die Frau von, und hätte sich sehr viel mehr vielleicht noch damit identifizieren können. So wurden sie einfach alle einkassiert und weggeholt und verschwanden. Ja, sie waren also, da gab es ja keine Prozesse oder irgendetwas, sondern sie verschwanden einfach. Ja, was hat Ihre Mutter denn aus der Zeit oder von der Zeit der Sippenhaft Ihnen berichtet? Meine Mutter hat sehr viel darüber erzählt und sehr Unterschiedliches erzählt. Ich denke, das Allerschlimmste während dieser Sippenhaft war die Ungewissheit, zum einen, was mit meinem Großvater ist, aber zum anderen auch, was mit den drei jüngeren Geschwistern ist. Denn meine Großmutter und die beiden ältesten Kinder, mein Onkel und meine Mutter, wurden eine Woche nach dem Attentat verhaftet, waren zunächst 3 Monate in München im Gefängnis, erst in München, dann in Weilheim, und sind dann mit den anderen Sippenhäftlingen, also in erster Linie mit Stauffenbergs und Gördelers und noch mit einigen anderen, zusammengefasst worden und waren erst im Riesengebirge und schließlich in Stutthof bei Danzig im KZ. Und waren so in einer großen Gruppe zusammen. Die 3 jüngeren Geschwister sind zunächst zu Hause geblieben, in der Obhut einer Schwester der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, hier sondern NSV. Jetzt muss ich, ja, nationalsozialistische Volksfürsorge hieß es, glaube ich. Die auf die 3 Kleinen dann aufpassen sollte. Und einen Monat später sind sie auch abgeholt worden, ohne dass irgendjemand mitgeteilt worden wäre, wo sie hinkommen, und nach Bad Sachsa in ein Kinderheim gebracht worden, wo die jüngeren Kinder der Widerstandskämpfer waren. So, das wusste alles meine Großmutter, und die beiden älteren Kinder wussten das nicht. Und haben das erst im Riesengebirge erfahren, als sie dann mit Stauffenbergs und Gördlers und so weiter zusammen waren. Es gab eine Verbindung, das war die Lita Stauffenberg, eine berühmte Fliegerin, die mit einem Bruder von Klaus Stauffenberg verheiratet war und für so kriegswichtig eingestuft wurde, dass sie nach 4 Wochen Haft wieder freigelassen wurde und weiter ihre Testflüge durchführen musste und sich aber ausbedungen hatte, dass sie Kontakt zu ihren Familienangehörigen halten durfte. So, das war eine Verbindung zur Außenwelt, wenigstens ab und zu. Da wussten sie also, dass die 3 jüngeren Kinder in Bad Sachsa in dem Kinderheim sind. Aber während dieser 9 Monate Sippenhaft sind sie ja dann, also die Älteren, von Stutthof, also in der Nähe von Danzig, wieder quer durch das immer kleiner werdende Reich, weil die Russen von der einen Seite und die Engländer, Amerikaner von der anderen Seite kamen, wieder abtransportiert worden über Buchenwald, Dachau bis ins Tirol am Ende. Und in dieser Zeit der Kampfhandlungen, da wussten sie natürlich nicht, was mit den jüngeren Geschwistern ist. Sind sie immer noch in Bad Sachsa? Sie hatten nur gehört, dass sie von da weggebracht werden sollten, weil auch der Harz Kampfgebiet wurde. Und sie hatten überhaupt keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Das war
meines Erachtens das, was sie am meisten belastet hat. Sie haben sich ja nun sehr intensiv mit Ihrer Familiengeschichte auch auseinandergesetzt. Leitet sich aus dem Verhalten Ihres Großvaters und auch Ihrer Mutter, leitet sich da für Sie irgendwas für Ihre Gegenwart ab? Oder sagen Sie, da habe ich was gelernt? Natürlich ist so eine Figur wie mein Großvater schon ein Vorbild. Jetzt nicht ein Vorbild, dass ich sage, ich richte mein Leben nach seinem Leben aus. Er ist durchaus ein Mensch gewesen, der ja gerade eine große Entwicklung auch hinter sich gebracht hat, der nicht immer der leidenschaftliche Widerstandskämpfer war. Also von daher ist er wirklich sehr, sehr menschlich. Das bringt ihn auch sehr nahe. Er ist dann vielleicht gerade deshalb, gerade weil er so eine Entwicklung vollzogen hat, gerade weil er alte Positionen aufgeben musste und alte Begeisterungen auch aufgeben musste und wieder revidieren musste. Und einen Hitler, den er zunächst wirklich für einen großen Mann gehalten hatte, erkennen musste, das ist schon etwas, was ich bewundernswert finde. Denn wie oft hat man selber auch Positionen, an die man richtig hält und an denen man hängt, jetzt nicht so dramatisch wie im Dritten Reich, aber die vielleicht durchaus auch anfechtungswürdig sind und wo man sich schon auch zu zwingen muss, das zu tun. Bewundernswürdig oder als Vorbild auch in seiner tiefen inneren Einstellung, christlichen Einstellung, die mit Sicherheit ihn sehr maßgeblich auf diesen Weg in den Widerstand begleitet und aufgebracht hat. War das ein großer Faktor, sein christlicher Glaube? Der christliche Glaube war ein großer Faktor und ich denke, er ist für ihn ein immer wichtigerer Faktor geworden. Das mag mit der Lebenssituation zusammenhängen, dass es in den 30er Jahren, in denen es aktiv um Familie, um Berufsleben, um auch den Aufbau eines neuen Deutschlands in irgendeiner Form ging, kommt es weniger zum Tragen. Zumindest es wird mit Sicherheit für ihn als Mensch immer eine große Bedeutung gehabt haben, aber es kommt jetzt in seinen Briefen oder schriftlichen Ausführungen weniger zum Tragen. Später dann, als er sich diesen großen Fragen gestellt hat und dieser innere Werdegang in ihm sich vollzogen hat, wird es schon sehr deutlich, dass das getragen ist von einem tiefen christlichen Glauben, der ihm Widersprüche vor Augen führt, die er nicht mehr hinnehmen konnte. Und es gibt natürlich nicht jetzt wahnsinnig viele schriftliche Zeugnisse davon, denn man musste ja auch immer in den Briefen, es ist in erster Linie der Briefwechsel, der noch zum Teil wenigstens vorhanden ist, musste man mit Sicherheit immer auch ein bisschen vorsichtig sein und da ging es auch oft um ganz alltägliche Dinge. Aber zu bestimmten Anlässen gab es eben auch besondere Briefe, wie zum Beispiel zur Konfirmation von seinen beiden ältesten Kindern im April 1944, zu der er selber nicht kommen konnte und auch schon natürlich voll in diesen Widerstandsvorbereitungen steckte. Und da hat er so ein bisschen sowas wie ein kleines Glaubensbekenntnis auch abgelegt in dem Brief, oder? Dieser Brief ist nicht nur ein persönliches Glaubensbekenntnis, sondern noch mal einmal mehr wirklich der Wunsch, dieses Glaubensbekenntnis den Kindern weiterzugeben. Und der ist insofern schon etwas ganz Besonderes, als die Großeltern sehr, sehr vorsichtig waren mit dem, was sie den Kindern letztlich auch an politischen Dingen weitergegeben haben, weil es einfach wahnsinnig gefährlich war, dass irgendetwas dann unbedacht eben weitergetragen und geäußert wird. Insofern musste man da extrem vorsichtig sein und da sind vorher keinerlei
Andeutungen gemacht worden. Aber in diesem Brief ist es ein ganz klares Bekenntnis. Es geht los damit, dass er ihnen sagt, wenn sie sich heute konfirmieren lassen, dann ist das eine Art Fahneneid, wie sie ein Soldat zu leisten hat. Auch eine Art öffentlicher Fahneneid, der gegen den Zeitgeist ist. Das ist heutzutage eigentlich als undeutsch gilt, so etwas zu machen. Und dass sie sich dessen sehr bewusst sein müssen, denn wenn sie einmal diesen Weg gehen, dann müssen sie auch dazu stehen. Und dass es immer wieder Anfechtungen gerade in dem heutigen Deutschland geben wird und dass sie diesen Anfechtungen nur gewachsen sind, wenn sie innerlich wirklich ein ganz klares Ja dazu sagen und nicht, wenn sie selber irgendwelche Zweifel haben und das halt so machen, weil es eben doch der eine oder andere noch so macht und in der Familientradition zumindest so üblich ist. Und das ist das Erste. Und dann geht er in einem nächsten Schritt darauf ein, warum es so wichtig ist, gerade heute sich als Christ nicht nur Christ zu sein, sondern auch als Christ zu erkennen zu geben und das zu äußern. Und das in einer Zeit, die so vom Größenwahn beherrscht wird, gerade die Demut und die Rückbesinnung auf das eigentlich Wichtige so entscheidend sind. Und er ist da unglaublich offen. Also mir stockte wirklich der Atem, als ich das gelesen habe, was diese beiden jungen Konfirmanden damals schon davon verstanden haben. Oder ich denke schon, dass sie es verstanden haben, aber ob sie die Brisanz verstanden haben, das weiß ich nicht, was es eigentlich bedeutet hat, sich so zu äußern. Inwieweit hat das auch Ihren persönlichen Glauben beeinflusst? Ja, der persönliche Glaube ist ja ein Prozess und nichts, was irgendwie sich bildet und dann ist es da und steht so, wie er ist. Sondern da ist ja ein ständiger Einfluss von außen und es sind immer wieder Fragen und es sind wieder Antworten und Überzeugungen. Und diese Auseinandersetzung mit dem Glauben meines Großvaters ist für mich schon beeindruckend und ist schon irgendwo schon auch eine Richtschnur für den eigenen Glauben, auf was es ankommt. Denn das sind ja die Dinge, die er in dem Brief zum Beispiel geäußert hat oder die auch durch sein Handeln deutlich wurden, sind ja unabhängig von den äußeren Umständen, in denen er gelebt hat. Sondern das sind wirklich, da ging er wirklich an die Fundamente des Glaubens, den man sich natürlich selber nicht im täglichen Leben immer stellt. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man sie sich stellt und wo es dann schon bereichernd ist, auch eine solche Art Vermächtnis oder Bekenntnis zu wissen, das im Kopf zu haben. Baronin Riedesel, vielen Dank, dass Sie uns heute von Cäsar von Hofacker erzählt haben und von Ihrer Familie. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.